Ja, ich weiß, viele von euch haben lange darauf gewartet, aber nun ist es endlich soweit. Wir haben hier das Shakun RGB Hexgehäuse mit den 6 vorinstallierten RGB-Lüftern und das schauen wir uns heute mal an. Kurz vorweg, wir haben hier ein Gehäuse, das liegt in einer Preisklasse von ungefähr 80 bis 90 Euro rum. Das hat 6 vorinstallierte RGB-Lüfter, man kann Micro-ATX, Mini-ITX und Full-ATX-Mainboards verbauen, Grafikkarten bis zu einer Länge von ca. 350 mm, da kommen wir aber gleich noch zu. Das variiert nämlich, ob ihr jetzt eine Wasserkühlung vorne einbaut oder eben nicht. Ansonsten haben wir hier noch eine schöne Glasscheibe an der Seite, also kein Kunststoff oder so. Es gibt ja auch Gehäuse, die haben Kunststoffscheiben. Und das ist dann immer so ein bisschen kratzeranfällig, die werden irgendwann bleich, das ist dann auch blöd. Auf die ganzen Details gehen wir jetzt auch mal ein. Das erste, was hier natürlich auffällt, ist dieses Wabenmuster. Das wird natürlich von RGB Hex, Hexagon abgeleitet, also Sechseck, mit einer Meshfront kombiniert. Das heißt, der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Wir sehen da später auch noch die RGB-Lüfter durch. Was die Anschlüsse hier oben angeht, haben wir USB-C, zweimal USB 3.0, Kopfhörer, Mikrofonanschluss, einen Reset-Knopf, der hier ein bisschen zweckentfremdet wird für die Steuerung von RGB. Ihr könnt die Lüfter, die hier drin sind, auch mit eurem Mainboard und eurer entsprechenden Software ansteuern. RGB Fusion, Aura Sync, wie sie alle heißen, oder MSI Mystic Light. Aber der hat mehrere Modis, kommen wir gleich auch nochmal zu, steht alles in der Anleitung. Und natürlich einen normalen Ein- und Ausschaltknopf. Wie wir hier sehen, haben wir eine ganz normale Glasscheibe. Die wird einfach hier hinten abgeschraubt über diese beiden Rändelschrauben. Ihr kennt das ja schon von anderen Gehäusen. Die nehmen wir jetzt hier einfach ab. Und dann können wir die Scheibe ganz normal hier runternehmen. Von innen dürfte eigentlich auch noch eine Folie drauf sein. Die könnten wir auch mal eben abziehen. Wie ihr seht, ist das Glas auch zum Teil mit Metall eingerahmt. Es gibt auch Glasscheiben, die haben einfach nur ein Loch drin und dann wird das mit Rändelschrauben am Gehäuse festgemacht. Hier haben wir einen Metallrahmen, wird also weggeschoben. Hier oben haben wir diese Nupsels, die gehen hier oben in die Führung rein von dem Gehäuse und dann werden sie einfach arretiert, indem man das nach vorne schiebt. Dann haben wir hier schon mal 3 Lüfter. Die sind übrigens mit Molex und mit DC-Anschluss. Also hier ist einfach nur ein Adapter drauf gesteckt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Molex kann man machen, dann ballern die aber immer auf 100%, wenn man das direkt am Netzteil anschließt. Über diesen DC-Anschluss kann man dann sogar im BIOS das irgendwie ansteuern, dass sie auf einer bestimmten Drehzahl laufen bzw. auf einer bestimmten Spannung. Hier vorne haben wir jetzt das gleiche Spiel. 3 RGB-Lüfter, die haben auch diese doppelten Ringe. Ist also relativ egal, wie rum ihr die einbaut. Natürlich sollten sie so drin bleiben, damit die Luft reingesaugt wird und nicht einfach in der Front rausgeblasen. Das hat auch hier diesen DC-Anschluss mit diesem Molex als Adapter. Und ich würde euch empfehlen, falls ihr euch eine Wasserkühlung holt und die hier vorne in der Front einbaut, eine 360er zum Beispiel, nehmt andere Lüfter. Die hier haben nicht so einen hohen Luftdruck, als wenn die für eine Wasserkühlung gut geeignet wären. So für die Belüftung vom Gehäuse top. Für eine Wasserkühlung nehmt besser andere. 2 Halterahmen für 2,5 Zoll SSDs sind hier vorne vormontiert. Ich für meinen Teil benutze eigentlich nur noch M.2 SSDs, aber wenn ihr welche habt, könntet ihr die potenziell hier verbauen und die Kabel dann hier hinten reinlegen. Hier in der Anleitung ist das auch nochmal ganz gut erklärt. Ihr seht hier die Halterahmen und hier werden dann die SSDs draufgeschraubt. Ihr könntet potenziell auf der Rückseite auch noch 2 verbauen oder hier an dieser Lenkstrebe. Dann kommen die Schrauben einfach von hinten da durch und dann könnt ihr die da reinpacken, wenn ihr möchtet. Oder einfach in das HDD-Tray. Das zeige ich euch jetzt mal eben noch auf der Rückseite. Dazu müssen wir natürlich die Schraube und die Schraube hier unten wieder abdrehen, um die Backplate runterzunehmen. Und hier unten habt ihr dann den Schacht eben für HDDs. Das drückt ihr einfach zusammen, könnt ihr dann da reinschrauben und auch einfach wieder reinschieben. Den ganzen Käfig könnt ihr auch rausnehmen, wenn ihr das möchtet. Ist unter anderem nötig, wenn ihr eine Wasserkühlung vorne einbaut, weil ihr seht hier schon den Lüfter. Und die Wasserkühlung wandert dann natürlich noch ein Stück nach rechts, dann ist der so ein bisschen im Weg. Ihr könnt aber, wenn ihr eine HDD habt, die auch einfach unten auf den Boden schrauben. Das funktioniert auch. Dann haben wir hier noch Zubehör, da komme ich gleich zu. Hier auf der Rückseite haben wir erstmal einen dicken Kabelstrang. Das ist unter anderem USB 3.0. USB Typ C ist auch mit am Start. Das wird später einfach am Mainboard angeschlossen. Das legt man dann hier runter. Ihr seht, Kabelmanagement technisch bei dem Gehäuse auch wieder nicht viel los. Also ihr habt hier so ein paar Punkte, wo ihr einen Kabelbinder hinmachen könnt. Aber das war es dann auch. Ich habe in den Kommentaren herausgelesen, dass es den meisten wohl irgendwie egal ist. Gut, mir persönlich auch. Aber ich muss es dabei sagen, es gibt halt Gehäuse, die wirklich hier so Schächte, rausgepresste Schächte irgendwie anbieten, wo man die Kabel schön durchlegen kann. Das hier ist die Platine für die RGB-Steuerung. Ihr seht, die 6 RGB-Lüfter sind auch schon vorangeschlossen. Ihr hättet noch 2 weitere Slots für einen RGB-Stripe oder auch Grafikkarten. Es gibt Grafikkarten mit 5 Volt ARGB-Anschluss, dass ihr die dann mit ansteuern könnt, dass das alles synchron läuft.
Dann haben wir für die Platine den stinknormalen SATA-Stromanschluss und 5 Volt ARGB-Anschluss für aufs Mainboard. Ihr könnt euch also entscheiden, nehmt ihr die vorinstallierten Modis, die wir uns auch gleich anschauen werden, oder nehmt ihr einfach eure RGB-Software, sei es Signal, RGB, AuraSync oder sonst was, und benutzt es dann sozusagen damit. Das hier unten ist der Staubfilter fürs Netzteil, den könnt ihr dann von unten rausnehmen. Und hier habt ihr noch so kleine Schaumstoff-Klebepads, dass die Schwingungen vom Netzteil sich nicht auf das Gehäuse übertragen. Falls ich es eben nicht gesagt habe, magnetischer Staubfilter auch hier oben. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Part. Wir haben hier geschraubte Slotblenden. Könnte man meinen. Dem ist aber nicht so. Wenn ihr diese Schiebeblende jetzt hier abdreht und die mal zur Seite schiebt, dann sieht man das vielleicht besser. Nur die obere ist geschraubt. Der Rest sind diese Rausbieg-Dinger. Jetzt könnte man natürlich sagen, was ist das denn für eine Kacke? Das Case kostet 90 Euro, was soll das? Aber der eine ist wie gesagt schraubbar. Und diese Füchse von Shakun liefern euch noch eine schraubbare Blende mit in dieser Tüte und ein paar Kabelbinder. Ja, das wollte ich eben noch ansprechen. Hier sind die Standardschrauben drin für Mainboard und Netzteil und so weiter. Ansonsten stinknormales Zubehör. Aber die haben halt einfach hier eine zweite Blende. An dem Gehäuse selber ist auch eine. Und dementsprechend könnt ihr die dann einsetzen, sofern ihr dann wirklich mal irgendwann ein Loch habt. Ihr habt eine Erweiterungskarte getauscht, habt dann ein Loch hier drin vorne in diesem Gitter, weil ihr dann ja eine rausbiegen müsst, könnt ihr die einfach reinschrauben. Warum das Design dieser Blende dann anders ist als die, die im Gehäuse quasi so vorgeklippt sind, verstehe ich nicht. Ich meine, gut, wer guckt schon hinter den PC? Das Loch ist zu, in Ordnung, aber es sieht halt anders aus, ne? So kann man natürlich Kosten sparen. Das Ding ist, die Schrauben sind ja schon da. Also, ich verstehe diesen Move nicht. Dann hätte man direkt alle schraubbar machen können. Aber gut, was soll's. Ihr könnt auf jeden Fall die Löcher stopfen. Das sieht jetzt natürlich alles noch so ein bisschen kuddelmuddelig aus. Das lege ich auch gleich alles nach hinten. Ich baue auch gleich noch das Mainboard da rein und steuere das dann alles mal so ein bisschen an. Noch ein Thema. Ihr könnt hier vorne potenziell, was diesen Abstand angeht, sogar eine Arctic 360 verbauen. Das funktioniert. Laut den technischen Specs in der Anleitung funktioniert das, weil die Arctic ja ein bisschen dicker ist, genauso wie die Core Ocean. Da gibt es ja, wie gesagt, diese zwei Wasserkühlungen, die ein bisschen dickeren Radiator haben, und dann kollidiert das hier zumindest nicht. Oben könnt ihr zwar auch einen 280er zum Beispiel einbauen, also 240er, 280er und so, aber hier würde ich keine Arctic einbauen. Kollidiert 100% mit dem RAM oder mit den Spannungswandlerkühlern vom Mainboard, wie auch immer. Wenn ihr eine Arctic reinbauen wollt, baut sie bitte in die Front. Das funktioniert dann aber. Und ich würde sagen, ich baue jetzt das Board da ein. Falls mir was auffällt, wie immer, mache ich eine kleine Unterbrechung. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder zu der RGB-Steuerung, dass ihr das ganze Gehäuse mal in Aktion seht. So, das meiste ist nun verbaut. Ihr seht, Kabelmanagement technisch, ihr kennt es von mir. Ich gebe mir da nicht sonderlich Mühe, aber mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar, der Abstand hier unten zwischen dem HDD-Käfig und dem Netzteil ist ziemlich eng, sage ich jetzt mal. Wenn ihr da mehr Platz braucht, nehmt den HDD-Käfig raus. Ihr habt ja sowieso noch ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel eine 2,5 Zoll SSD zu verbauen oder eben noch eine HDD unten zu verbauen, ohne dass der Käfig drin ist. Dann habt ihr schon mal mehr Platz. Ich habe ihn jetzt drin gelassen, es hat funktioniert, war aber ein bisschen fummelig. Das hier sieht interessant aus. Sind die ganzen Lüfter, die ich zusammengesteckt habe. Hier ist kein Verteiler dabei, nur für RGB, aber nicht für die Stromverteilung für die Lüfter. Man könnte jetzt hergehen, sich auf AliExpress einen Verteiler kaufen für 1,50 Euro, der dann die ganzen DC-Anschlüsse verteilt und auf dem Mainboard steuerbar macht. Aber ich habe es jetzt so gemacht, weil das Case sowas halt nicht mitliefert. Das wäre ja jetzt quasi fake, wenn ich das so machen würde. Deswegen habe ich die zusammengesteckt, wie es halt von Shakun sehr wahrscheinlich auch gewollt ist in erster Linie. Aber ihr habt halt die Möglichkeit, einen Verteiler zu nehmen. Der ist aber nicht dabei, deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Und jetzt habt ihr hier mal eine Ansicht von der Seite, wie das aussehen würde, wenn ihr keine Möglichkeiten für Kabelmanagement habt. Also ihr habt zwar Möglichkeiten, ein paar Löcher im Gehäuse, dass ihr die nach vorne und hinten legen könnt, ja klar. Aber man sieht, das Kabel hier ist schon sehr dick. Das ist nämlich der ATX-Stecker fürs Mainboard, die Hauptstromversorgung fürs Mainboard. Und den muss man dann gleich randrücken und ich hoffe, dass dann keine Beule irgendwie in dem Case entsteht durch die Blechabdeckung. Von vorne sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich habe die Kabel soweit alle verstauen können. Das hier oben ist ein bisschen fummelig, weil ich jetzt einen BeQuiet-Kühler drauf gemacht habe. Hätte ich auch nach hinten legen können, habe ich jetzt nicht gemacht. Geht aber. Ihr habt oben ja diese Löcher. Mir fehlen auch bei diesem Gehäuse wie diese Gummidurchführung.
dass ihr die Rückplatte nicht seht durch die Löcher. Aber gut, ist jetzt halt leider so. Ich hoffe, die Grafikkarte funktioniert. Wer das letzte Video gesehen hat zu einem Review von einem Gehäuse, weiß, dass ich irgendwie 3 Grafikkarten hier rumliegen hatte, die alle kaputt waren. Ich hoffe, die funktioniert. Ansonsten baue ich die wieder aus und nehme die Onboard-Grafik. Aber es geht auch erstmal ums Design und ich denke, wenn wir den jetzt einschalten, selbst wenn die Grafikkarte nicht funktioniert und ich einen anderen nehme, werden wir erstmal sehen, wie das Gehäuse aussieht. Was ich übrigens noch erwähnen wollte, der Lüfter hier oben ist höhenverstellbar, bedeutet für euch, wenn ihr eine Wasserkühlung oben einbaut, könnt ihr den auf jeden Fall verstellen. Ist mir eben beim Einbau aufgefallen, deswegen wollte ich es nochmal gesagt haben. Und wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt hier keine Beule in der Blechwand drin. Die Sorge war unberechtigt, aber ein bisschen mehr Platz hätte ruhig sein können. Ich habe die Front auch mal gerade abgenommen. Ich wollte noch was kontrollieren. Hier ist noch ein Staubfilter. Den konnte ich einfach abklippen, also die Front ganz easy abnehmbar. Hier ist noch ein magnetischer Staubfilter. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt hier die Grafikkarte haben und man könnte bis maximal 35 cm eine Grafikkarte verbauen, dass man dann die Lüfter einfach nach vorne schraubt, weil hier ist noch genug Platz zwischen. Ihr seht, wie dick das ist. Dann hat man noch ein bisschen mehr Platz. Man sollte es natürlich nicht ausreizen, aber es ginge sehr wahrscheinlich noch mehr als 35 cm. Also ich musste die Grafikkarte wieder ausbauen. Es scheint so, als hätte das Mainboard einen weg. Aber das wäre natürlich super. Das ist nicht ganz so teuer wie die ganzen Grafikkarten. Hier habt ihr jetzt schon mal so einen ersten Eindruck von den RGB-Effekten. Das läuft jetzt über Signal RGB, was ich hier am Laufen habe. Das verlinke ich euch auch unten nochmal in der Videobeschreibung. Ihr seht, das funktioniert eigentlich ganz gut. Die leuchten jetzt auch alle gleichmäßig. Ich nehme jetzt auch mal einen anderen Effekt. Was ist denn Marvel Universe? Das könnten wir ja mal machen. Einmal aktivieren. Ah ja, okay. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube, ich nehme ein anderes. Ich habe jetzt mal Korrosiv genommen, so heißt das. Das ist einer mit so grünen Effekten. Ihr seht, da oben bei den Ringen flackert das so ein bisschen. Das ist irgendwie auch ein blödes Beispiel, ne? Habe ich nicht irgendwas mit Rainbow? Ihr seht übrigens hier oben immer diesen Effekt so runterlaufen. Und dann sieht man das auch dementsprechend so ein bisschen bei dem Case, wie er die einzelnen LEDs anspricht. Auch nicht so das Wahre, ne? Ich habe jetzt hier mal Cherry Blossom genommen. Das geht schon eher, finde ich. Das ist schon ein bisschen dezenter. Ich würde jetzt mal hergehen und einfach mal die Platine von Shakun nehmen und gucken, was da so für Programme vorinstalliert sind, die man dann oben mit dem Knopf, der hier drauf ist, durchschalten kann. Dafür nehme ich jetzt auch wieder meine Studiokamera. Die ist jetzt natürlich nicht so gut, wenn es so dunkel ist, dann rauscht es so ein bisschen, aber ich denke, um den RGB-Effekt zu zeigen, ist es ganz cool. Ich gehe jetzt einfach mal die Programme hier oben durch. Der ist gut. Genau so einen habe ich eben gesucht. Da könnte ich jetzt die Kamera auch noch mal ein bisschen bewegen. Ja, ich glaube, das ist ganz nice. Wenn ihr die Lüfter natürlich jetzt in die Front richtig einbaut, die sind jetzt nach einem nach hinten versetzt, dann kommt das noch besser zur Geltung. Ihr seht hier so einen Absatz, da sind jetzt noch so 3 cm Luft zwischen. Dann würden sie direkt vorne vorliegen, dann kommt das noch besser zur Geltung. Ja gut, hier wechselt er die Farben jetzt einfach nur durch. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen flickerig, aber irgendwie finde ich den gut. Okay, der ist schon sehr bunt. Der ist auch ganz dezent. Da wechseln die Farben ganz langsam durch. Ja, und dann wären wir wieder am Anfang. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge Modi mit dabei. Hier in der Anleitung werden auch 20 Modis benannt. Rot, Grün, Dunkelblau, Weiß, Gelb, Hellblau, Pink und dann diese ganzen RGB-Modis, die ihr gerade auch gesehen habt. Ihr habt auf jeden Fall eine Menge Auswahl, selbst wenn euer Mainboard keinen 5 Volt ARGB-Header zur Verfügung stellt. Und was natürlich auch nicht fehlen darf,
Der Lautstärketest. Ich halte das Teil 10 cm von der Front weg. Da sind wir so bei 42 Dezibel. Also wenn er jetzt neben euch steht, ihr habt kein Headset auf, hört ihr den definitiv. Seid ihr am Zocken? Sehr wahrscheinlich nicht. Nochmal ein kurzes Fazit zu dem Case, wo wir jetzt alles soweit getestet haben. Ich finde es geil für einen Preispunkt zwischen 85 und 90 Euro laut Geizhals, dass da 6 RGB-Lüfter drin sind plus RGB-Verteiler. Mir fehlt leider der DC-Verteiler bzw. PWM-Verteiler, die hätten ja beides da reinpacken können. Schade eigentlich. Platztechnisch ist es okay, ihr solltet da jetzt keine 4090 oder so reinschmeißen, aber für so Systeme, sage ich mal, bis 1500 Euro geht es wirklich klar. Kann man machen. Ist natürlich auch viel Kunststoff und so, da müsst ihr mit klarkommen. Das Design ist natürlich ein bisschen extravagant, aber wem es gefällt. Also ich finde es cool. Ob ich es mir jetzt so hinstellen würde, weiß ich nicht. Ich bin natürlich auch andere Gehäuse gewohnt, das ist wirklich ein günstiges Case. Aber soweit eigentlich von dem Lieferumfang, was so dabei ist, ist es okay. Mir fehlen die gummierten Kabeldurchführungen. Das mit den Slotblenden hinten, das haben die natürlich clever gelöst. Jetzt seht ihr auch, da sind jetzt Löcher drin, die hätte ich zumachen können, weil es sind ja zwei Stück dabei. Hätten sie ruhig alle machen können und beim Netzteil hätte auch ein bisschen mehr Platz sein können, genauso wie fürs Kabelmanagement. Aber eben der Preispunkt mit diesen 6 RGB-Lüftern, es ist eigentlich okay. Das ist jetzt nichts Besonderes. Es gibt viele Gehäuse auf dem Markt, die auch schon RGB-Lüfter mitbringen. Vielleicht nicht 6 Stück, aber auch in dem Preisbereich. Die haben aber genau die gleichen Defizite, eben mit dem Kabelmanagement und so weiter. Was ich noch nicht erwähnt habe, ihr könnt das Teil gewinnen. Ich werde das nicht in den YouTube-Videotitel oder so reinschreiben, aber wenn ihr das Teil gewinnen wollt, das habe ich jetzt hier natürlich schon ausgepackt, wenn ihr damit good to go seid, dann könnt ihr das haben. Schreibt einfach mal einen etwas längeren Kommentar, was ihr persönlich von dem Gehäuse haltet. Das interessiert Shakun natürlich auch, die lesen sich sowas auch durch. Und dann werde ich einen von euch auslosen in meinem Livestream, werde dem Gewinner natürlich auch in den Kommentaren bekannt geben. Der kann sich dann bei mir auf dem Discord melden und dann werde ich ihm das kostenfrei zuschicken. Ihr müsst natürlich damit klarkommen, dass hier oben so ein paar Fingerabdrücke sind. Ne? Aber das ist dann euer Bier, da habe ich dann nichts mehr mit zu tun. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ein Abo bitte nicht vergessen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.